Ein herzliches Grüß Gott zur Pressekonferenz nach diesem 9. Spieltag. Ich darf die beiden Trainer bei mir begrüßen und wie üblich gebührt dem Gast das erste Wort. Herr Schmidt, Ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich glaube, die Anfangsphase war ja sehr ruhig. Beide Mannschaften haben versucht, Sicherheit in ihr Spiel reinzubekommen, ohne das große Risiko zu gehen. Und wir haben dann gleich die erste richtige Möglichkeit, die sich uns geboten hat, mit dem Konter nach dem Eckball genutzt. Ich glaube, ein Konter aus dem Lehrbuch. Das können wir, sehr gut durchgespielt über den Flügel. Eine tolle Flanke von außen von Marc Schnatterer auf den Ben Halloran. Der bleibt ruhig vorm Tor, macht das 1-0. Und sicherlich dann ein paar Minuten später das 2-0 zu machen, das hat uns unsere Brust noch breiter werden lassen. Wir haben dann sicherer agiert, mit mehr Ball besitzt, obwohl wir dann im Ansatz auch schon 2-3 Situationen durchs Zentrum zugelassen haben, aber eben nur bis zum 16er. Da standen wir sehr, sehr gut, sehr aufmerksam. Das war heute auch sehr wichtig für uns. Das haben wir uns vorgenommen, wachsam zu bleiben. Genau deswegen, weil wir in der Viererkette einiges verändern mussten. In der zweiten Halbzeit, finde ich, haben wir es verpasst mit zwei guten Möglichkeiten. 61. und 65. Minute, glaube ich, den Sack zuzumachen. Chance von Marc in einer Kontersituation und auch von Tim Kleindienst. Danach sind wir zu tief gestanden, aber ja, wir sind ruhig geblieben, haben sehr gut verteidigt, haben viel Selbstbewusstsein gehabt, auch mit der neuen Formation und eigentlich relativ wenig bis gar nichts aufs Tor zugelassen. Von daher glaube ich, dass wir uns auch heute den Sieg verdient haben. Dankeschön. Vielen Dank. Stefan, kommen wir zu deinem Resümee. Jetzt auch mein Glückwunsch an Frank. Ja, ich sehe es eigentlich fast genauso. Ich glaube, dass Heidenheim heute auch verdient gewonnen hat, ganz klar. Ich glaube auch, dass das 0-1 so ein bisschen der Türöffner gewesen ist, weil bis dahin haben sich beide Mannschaften neutralisiert, beide waren darauf bedacht, gut zu stehen, gut zu verteidigen, auf den Moment mal zu warten, wo du mal pressen kannst, und das haben wir eigentlich bis dato sehr ordentlich gemacht. Mich ärgert es aber maßlos, dass das 1-0, ich frage mich dann manchmal, wo man Videoanalyse macht und warum man dann auch mit den Spielern auch darüber spricht, was so die Stärken sind vom Gegner. Denn genau das ist eine Stärke, so wie der Frank es auch gesagt hat. Und wir haben sie darauf hingewiesen und machen eigentlich in der Situation schon alles falsch. Und dafür wirst du dann bestraft gegen eine Mannschaft, die auch dann sehr selbstbewusst ist, die auch offensiv sehr, sehr effektiv agieren kann. Das hat sie schon dieses Jahr gezeigt. Und ich wusste halt mit dem 0-1, Heidenheim hat bis dato 4-0 gespielt gehabt und dass es sehr, sehr schwierig wird. 2-0 dann, Flanke zugelassen, 3-1, 3-2 Situation, nicht gut verteidigt da, obwohl du dann in Überzahl bist. Ja, das sind einfach so Dinge, da fehlt es mir dann einfach dann auch so an Zweikampfqualität, da alles reinzuhauen. Und das haben wir dann nicht gemacht und Heidenheim hat es dann einfach vorgemacht. Sie haben dann in der zweiten Halbzeit einen Tick tiefer gestanden, haben dann unsere Schüsse immer wieder geblockt, immer dann wieder nochmal einer sich da dazwischen geworfen, und diese Gier fehlt uns, ganz klar. Ja, wir müssen jetzt wieder aufstehen. Jetzt haben wir gerade so eine Negativspirale, die ist jetzt da. Im Vorfeld hat man das so ein bisschen gefühlt, aber jetzt natürlich mit den beiden Niederlagen ist es sehr, sehr negativ, und wir müssen schnell wieder Ergebnisse einfahren, und ja, wir müssen viel arbeiten. Dankeschön. Vielen Dank. Die Möglichkeit für Sie, Fragen zu stellen. Dieter Bracke. Frage an Stefan Rudenbeck. Fehlt deiner Mannschaft ein Typ, eine Persönlichkeit, wie es Heidenheim in Schnatterer besitzt? Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass es solche Typen natürlich gibt, ganz klar. Aber ich glaube, dass wir genug Spieler haben, die auch in eine ähnliche Rolle reinwachsen können. Das Ding ist einfach, sie müssen halt diesen nächsten Schritt dann halt irgendwann mal machen. Und solange das dann auch dauert, muss man das halt im Kollektiv dann auch kompensieren. Und das kriegen wir halt gerade nicht so hin. Also ich will gar nicht von anderen Spielern oder von anderen Vereinen reden. Also ich bin mit denen zufrieden, die wir haben, und die wollen wir entwickeln. Und jetzt zu sagen, der oder der fehlt uns, oder so ein Typ fehlt uns, das ist mir zu einfach. Eine weitere Frage. Eine Mannschaft, die vor wenigen Wochen noch einen ansehnlichen und auch erfolgreichen Fußball gespielt hat, warum klappt das nicht mehr? Woran liegt das? Ich glaube, also ich will die Mannschaft nicht schützen, aber ich glaube, dass die Jungs sich damit auch beschäftigen mit der Situation, dass wir viele haben,
die vielleicht gerade auch dem Druck nicht ganz so gewachsen sind, weil sie halt auch viele gute Jungs dabei sind. Und da müssen sie auch profihafter sein. Also sie müssen halt da ein anderes Auftreten haben. Ich habe das Gefühl, dass gerade dann, wenn Rückstände sind, dass dann die Mannschaft das sich über sich ergehen lässt. So, ne? Und genau da muss sie einfach jetzt lernen. Sie muss jetzt lernen, dagegen anzugehen. Ein 0:1 oder ein 0:2 zur Halbzeit kannst du jederzeit revidieren. Gestern hat Bochum vorgemacht gegen Sandhausen, dann ist immer noch alles drin. Und so dieser Glauben daran, den erkenne ich nicht. In Sachen Körpersprache, so wie die Mannschaft auftritt. Das ist vereinzelt da, ein bisschen Stückwerk, aber dass die Mannschaft sich dann so geschlossen dagegen wehrt, das fehlt so ein bisschen. Aber das sind Dinge, die man lernen kann, die man trainieren kann, sein eigenes Ego ein bisschen beiseite zu stellen. Und ja, da müssen wir uns schnell entwickeln. Gibt es weitere Fragen? Vorne einmal. Frage an Frank Schmidt. Es war viel spekuliert worden, auch in unserer Zeitung, über die Besetzung der Innenverteidigung. Was gab letztlich den Ausschlag für diese Konstellation? Ja, letzte Woche gegen Vaduz, das war ein Test mit Teuerkauf und Heitic. Sie haben es nicht schlecht gemacht, aber man hat in dem Spiel gemerkt, es fehlt Erfahrung, es fehlt Handlungsschnelligkeit. Und da lag es sehr nahe für mich, zwar in etwas kleineren Spielern die Innenverteidigung zu tun, mit Robert Strauß, aber bei ihm wusste ich genau, er ist eben hellwach, aufmerksam. Er hat für seine Größe auch ein sehr gutes Kopfballspiel, auch clever im Zweikampf. Und das hat sowohl der Mannschaft gut getan, aber denke ich auch Norman Teuerkauf. Ibo Heitic ist ein guter Junge, der es mal in der Zukunft schaffen kann, aber er muss Erfahrungen sammeln, er muss nach Rückschlägen besser werden, da ist er auf dem besten Weg, aber heute war es einfach zu früh für ihn. Und nebenbei darf man an der Stelle auch nicht vergessen, Ronny Philipp war bis jetzt noch nicht mal im Kader, spielt heute, macht ein sehr gutes Spiel. Ja, das ist der Zusammenhalt, der uns auszeichnet, dass ein Spieler, der sich vielleicht auch in den letzten Wochen ein bisschen benachteiligt gefühlt hat, weil er die Chance nicht bekommen hat, obwohl er sehr gut trainiert hat, aber man muss da sein, wenn man die Chance bekommt, und das hat er heute sehr, sehr gut gemacht. Gut, dann sagen wir vielen Dank fürs Kommen, den Gästen einen angenehmen Nachhauseweg und Ihnen allen ein schönes Wochenende. Tschüss.